Willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil. So, letztes Mal sind wir von der Liz überrascht worden, die zum Zombie mutiert ist. Und sind wir auf dem Weg zu verschwinden. Das ganze Gebäude ist von Zombies umzingelt, das heißt, es kann relativ schwierig werden. Aber dennoch sollte es möglich sein. Er sagte etwas von einem Der Spieler tritt im Spiel als Leon bei. Außerdem gasförmig war. Okay. Infiziert man sich schon durch bloßes Einatmen? Das hieße, alle auf dem Campus. Ja, aber warum ist es dann so still? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. So. Das Coole ist ja, Resident Evil ist ein Online-Spiel. Das heißt, wir haben hier jemanden, der mitspielt. Finde ich cool. Kommst du, Crystal Raver? Hallo? Ah gut, er kommt mit. Das finde ich nämlich cool. Dann spielen wir nicht allein, sondern haben wir einen Kameraden. Wenn das Spiel als Leon beitritt. Falls ihr das Spiel übrigens auch habt, einer von euch, könnten wir das ja auch zu zweit spielen. Das wäre auch ziemlich cool. So, das dann mit jemandem zu spielen, mit dem man dann auch in TS reden könnte. So. Okay. Crystal? Da bist du. Oh. Hier runter müssen wir. Ich wollte nicht stören. Sind alle tot. Moment. War gerade eben irgendwas. Munition nehmen wir immer auf. Ah. So. Okay. Nein! Headshot. Da ist Blut rausgespritzt. Tut mir leid, Leon, ich hätte dich jetzt fast sterben lassen. Genau, Karate-Tricks. Und Munition aufsammeln. Das ist ganz wichtig. Fähigkeitspunkte, um Fähigkeiten zu kaufen. Okay. Oh, Kopf sauber durchtrennt. Kraut können wir auch immer gebrauchen. So, was ist das? Munition. Würde ich sagen, gehen wir weiter. Der ist wohl tot. Rein da. So. Ob es wohl Überlebende gibt? Ich denke nicht. Ganz ehrlich, nein. Aber ich hoffe es. So. Moment, der ist da noch? Nee, er ist tot. Okay. Boah. Glück gehabt, nochmal das Leben gerettet. Sich auch nochmal alles aufsammeln. Man weiß ja nie, wann man es mal gebrauchen kann. So, überall Bilder von diesem Präsidenten. Adam, wie auch immer er heißt. Okay, Crystal Raver. Was zum... Ah! Dankeschön. Okay.
Oh. Dankeschön, Crystal, dass mir das Leben gerettet. So. Ich bin immer noch leicht erschöpft. So. Wow! Okay. Gut. Schachfiguren. Ja, mir geht's schlecht. Ich glaube. Ein Moment, Crystal, warte, warte. Ach, ich dachte, ihr wollt mir jetzt Spray geben. Naja, muss ich selber machen. Heilen. Und das hier jetzt, das muss ich als Tablette. So, jetzt muss ich irgendwo eine Tablette haben. Auch als Tablette. Aber ist jetzt die Frage, wo habe ich meine Tabletten? Auf 1. Okay, ich bin wieder labil. Crystal, wo bist du? Ach da, gut. Der wartet auf mich, hoffe ich. Ja, dankeschön. Gemeinsam treten wir die Türen ein. Sie müssen zum Sicherheitstor, um den Campus zu verlassen. Oh, wir müssen durch das Sicherheitstor. Headshot. Ah, Jahrmarkt. Ich möchte was kaufen, hallo. Oh. Halt nicht. Okay, Crystal. Boah, es ist dunkel. Nur wenn sie schon ziemlich nah sind. Oder so, auf die Karate-Art. Oh, es stolpert man ja schon drüber. Wo geht's denn jetzt lang? Vielleicht hier einmal rum, ja. Erledigt. Da ist... Was zum... Hatte sie irgendwas dabei? Nein, natürlich nicht. Moment, was war denn? Kraut. Kraut brauchen wir sowieso immer. So. Dann lass uns das Tor nun öffnen. Hannigan, das Tor ist verschlossen. Können Sie helfen? Leider nicht von hier. Versuchen Sie es im Mitarbeitergebäude hinter der Tribüne. Da müssten die Schlüssel sein. Schaffen Sie sich die Schlüsselkarte, okay. Wird gemacht. Da. Kommst du mit, Leon? Okay. Du musst da auch noch gegen drücken. Weißt du? Leon. Mach du mal, genau. Gemeinsam. So. Lassen Sie den Finger am Abzug. Man weiß nie, was einen erwartet. Das, da hast du recht. Dass man da über, immer drüber stolpert. Ah. Die Alarmanlage. Scheiße. Das ist natürlich jetzt wenig erfreulich. Wir kommen nicht raus. Oh. Ich hab's gleich. Einen Augenblick. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Hab ich eine Vision. Was können wir tun, was können wir tun? Das schaffen wir nicht. Wir müssen irgendetwas tun. Wissen wir, wo die Infizierten gesteckt haben? Ja, sie waren alle hier. Auf dem Campus. Okay.
einem College-Campus. Wow. Ah, nicht schon wieder. Aua. Dankeschön. Nein. Ah. Sie sind tot. Ja, ich möchte fortsetzen. Okay, tut mir leid. Tut mir leid an den, an meinen Partner jetzt. Benommene Gegner. Ein erfolgloser Angriff gegen den Kopf eines Gegners wird diesen derart benommen machen. Okay. Lassen Sie den Finger am Abzug. Man weiß nie, was einen erwartet. Gib mir eine Waffe, such mit viel Munition, die hier. Crystal, du musst auch gegen drücken. Weißt du? Leon. Sind alle da auf dem Sportplatz? Genau. Ja. Moment, wir sind in der Harvard University. Anakin, die Tür ist zu. Wir kommen nicht raus. Ich hab's gleich. Scheiße. Einen Augenblick. Tatsächlich. Ah. Es sind so viele. Das schaffen wir nicht. Das wird auf jeden Fall schwierig. Ja. Der Feuerlöscher. Oh, sie werfen mit Äxten. Na, ja, sind halt echte Zombies, was? Extrem gut gesichert von dem College Campus. So. Baseballschläger, ich glaub's nicht. Headshot. So. Ja, ja, ist gut, ist gut. Ich kann's fast, warten Sie. Shotgun. Sie ist offen. Raus da, ist offen. Los. Raus da, los. Geschafft. Oh. Zombies. Oh, verriegelt. Puh. Eine Überraschung nach der anderen, ja. Oh. Okay, was haben wir hier? Neue Munition. Da ist der Schlüssel. War er tot? Oh, okay. Hier müsste der Schlüssel liegen. Was ist denn das? Ja, wie auch immer, lasst uns die Tür öffnen. Eintreten. Ganz einfach halt. So. Ah! Das war knapp. Okay. Zum Glück haben die toten Zombies immer Munition dabei. So. Wo kommen die alle auf einmal her? Wie aus dem Nichts. Wahrscheinlich durchs Fenster. So. Wow.
Weiter geht's. Ist er tot? Ja, er ist tot. Gut. Da mal nichts viel los. Ja, die brauchen schon mal ein paar mehr Schüsse. Nicht so wie in MW3. Oh! Okay. Ja, ja, ist gut, ist gut. Wow! Oh mein Gott, was soll ich tun? Kann ich ihnen helfen? Ach, gut. Konnte ich ihm auch mal das Leben retten. So, weiter geht's. Endlich können wir die Tür öffnen. Oh mein Gott! Nein! Was ist passiert? Du schaffst das. Okay. Er ist leicht angeschlagen, aber das macht nichts. Wir schaffen das. So, ich habe die Schlüsselkarte. Also, ich mal die Tür öffnen. So. Aber ist doch noch geschafft. Jetzt müssen wir durch den Scanner. Nein. Perfekt. Perfekt. Flieh. Hey Crystal, was machst du hier? Wir müssen hier los. Crystal, komm her. Zum Ernst, was macht er da? Crystal? Genau. Zack. Die nächste rechts. Der nächste rechts. Wir sind fast da. Laufen Sie, laufen Sie. Okay, ich laufe. Nein. So. Geh rein ins Auto. Mist, kein Schlüssel. Oh. Egal, wir können die Kabel nehmen. Es gibt auch einen anderen Weg. Vielleicht im Handschuhfach. Mit dem Handschuhfach? Nein, nichts. Schade. Kino sieht sowas immer viel einfacher aus, ja. Kurz schließen, genau. Das wollte ich sagen. Machen Sie das schnell. Oh, Glück gehabt. Hinter uns ist nichts. Rückwärts. Angeschnallt? Angeschnallt? Ja. Festhalten. Festhalten. Ach, das war mal knapp. Sind wir wieder entkommen? Oh. Jetzt nichts wie weg. Den Campus hätten wir. Jetzt müssen wir nur noch durch die Stadt. Ohne getötet zu werden. Das lief mal nicht so gut. Würde ich mal sagen. Mist! Mist! So. Leon, Helena, ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Es geht schon. Es geht schon. Aber es war schon mal besser. Naja, es geht noch einen unterirdischen Weg. Zwar durch die Abwasserkanäle, ja. Wollen wir gehen? Ich würde sagen, wir gehen. So, das war's aber auch mit dem dritten Part von Resident Evil 6. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann checkt den nächsten Part aus. Ja, es war wieder eine spannende Folge. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.